Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. Thema heute, wieder die Binomialverteilung. Allerdings wollen wir heute uns die Begriffe Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung näher anschauen. Wir beziehen uns da auf die Aufgabe aus dem Video W23. Da ging es um eine Urne mit 20 Kugeln, von denen waren 8 schwarz und 12 weiß und es wurde 10-mal gezogen mit Zurücklegen. Gehen wir an der Stelle nochmal schnell durch, welche Voraussetzungen die Binomialverteilung hatte. Es war ja wichtig, dass es ein Bernoulli-Experiment ist, also es kann Treffer oder Nichttreffer eintreten. Das wäre bei uns schwarze bzw. weiße Kugel. Es soll mehrstufig sein, also mehr als einmal durchgeführt werden, ist der Fall. Wir ziehen ja 10-mal. Und der wichtigste Punkt, im Verlauf des Experimentes dürfen sich die Trefferwahrscheinlichkeiten nicht ändern. Und das ist hier sichergestellt, denn es wird ja gezogen mit zurücklegen. Okay, zu Beginn ist es immer gut, die Zufallsgröße, also Groß X, in Worten zu definieren. Und die Aufgabenstellung hat gesagt, es geht um die schwarzen Kugeln. Also definieren wir Groß X, unsere Zufallsgröße, ist die Anzahl der schwarzen Kugeln. Als erste Größe versuchen wir den Erwartungswert hier in Rot zu berechnen. Also wir stellen uns die Frage, was können wir denn erwarten? Oder genauer formuliert, wie viele schwarze Kugeln können wir denn erwarten, wenn wir 10-mal ziehen? Ja, und da gibt es eine Formel, Erwartungswert. Groß E von X ist gleich μ, nicht von dem Zeichen verwirren lassen, ist halt irgendein Zeichen, ist gleich N mal P, wobei wir wissen müssen, was ist N, was ist P. Das N ist der Umfang der Stichprobe bzw. die Anzahl der Versuchswiederholungen. In unserem Fall hat N den Wert 10. Und P, das kleine P, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer. Was ist ein Treffer? Naja, ziehen einer schwarzen Kugel, so definiert es die Zufallsgröße Groß X. Also fragen wir uns, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt, eine schwarze Kugel zu ziehen? Und da wir ja von 20 Kugeln 8 schwarze haben, ist die Wahrscheinlichkeit 8 Zwanzigstel, gemäß günstige durch alle. Also N gleich 10 und P gleich 8 Zwanzigstel habe ich hier gerade einfach mal eingetragen. Und wenn wir das ausrechnen, bekommen wir den Wert 4 und die Einheit ist Kugeln. Also wir erwarten, dass 4 schwarze Kugeln gezogen werden. Und hier schon mal die Anmerkung, die Einheit des Erwartungswertes entspricht immer auch der Einheit, die unsere Zufallsgröße definiert hat. Also bei der Zufallsgröße Groß X geht es um die Anzahl der schwarzen Kugeln. Also ist die Einheit, die hier rauskommt, 4 Kugeln, 4 Stück. Weiter geht's hier in Grün mit der Varianz. Die passende Formel, Groß V von X ist gleich Sigma Quadrat, auch hier nicht von diesen Zeichen verwirren lassen, ist halt irgendein Zeichen, ist gleich N mal P mal Q. Auch hier die Überlegung, was bedeuten die Buchstaben? N ist wieder Anzahl der Versuchswiederholungen, bei uns 10. P ist genauso wie hier oben, die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer, also die Wahrscheinlichkeit für eine schwarze Kugel, hatten wir hier oben schon definiert als 8 Zwanzigstel. Und neu ist jetzt Q, klein q, also die Gegenwahrscheinlichkeit, sprich
die Wahrscheinlichkeit, dass wir keine schwarze Kugel ziehen. Naja, und wenn die Wahrscheinlichkeit für eine schwarze Kugel 8/20 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für keine schwarze Kugel 12/20, weil Wahrscheinlichkeit und Gegenwahrscheinlichkeit ja zusammen immer 1 ergeben muss. Und es passt auch hier oben, von den 20 Kugeln, die da sind, sind ja 12 weiß, also auch hier diese Idee, günstiger durch alle, 12/20. Okay, also die Daten, n gleich 10, p gleich 8/20, q gleich 12/20, habe ich hier einfach mal eingesetzt. Und wenn wir das ausrechnen, bekommen wir den Wert 2,4. Ja, interessant ist hier die Einheit, die lautet hier Kugeln hoch 2, beziehungsweise Quadratkugeln. Hiervon nicht irritieren lassen, denn die Varianz ist immer eine quadrierte Größe. Die Varianz hat im Prinzip die gleiche Einheit wie Erwartungswert und auch Zufallsgröße. Allerdings ist die Varianz 2,4 Quadratkugeln. Bezüglich Interpretation von den Zahlen später noch etwas mehr. Wir machen weiter in Blau mit der Standardabweichung. Und da könnt ihr euch einfach merken, die Standardabweichung erhalten wir, indem wir die Wurzel aus der Varianz ziehen. Also die Wurzel aus 2,4. Ja, wir sehen hier in Blau die Standardabweichung. Und da müsst ihr euch merken, dass man die berechnet, indem man die Wurzel aus der Varianz zieht. Also groß S von x, groß S für Standardabweichung, groß x für Zufallsgröße ist gleich Sigma, ist gleich 1,55 Kugeln. Wo kommt die 1,55 her? Das ist die Wurzel aus 2,4, also aus der Varianz. Und die Einheit Kugeln entsteht, da wenn wir aus der Einheit Quadratkugeln die Wurzel ziehen, ja Kugeln bekommen. Und auch hier die Anmerkung, die Einheit der Standardabweichung ist die gleiche Einheit wie Erwartungswert und Zufallsgröße. Nur die Varianz hat als quadrierte Größe die Einheit, in dem Fall Kugeln hoch 2 bzw. Quadratkugeln. Gut, versuchen wir doch mal hier unsere Daten ein wenig zu interpretieren. Wir tragen hier auf unserem Zahlenstrahl einfach mal die 4 als unseren Erwartungswert ein. Und man spricht ja auch bei dem Erwartungswert von einem sogenannten Lageparameter. Das heißt, der sagt uns, wo liegen unsere Daten denn so? Liegen die bei 4, bei 40 oder bei 400? Ja, also der Erwartungswert als so eine Art Durchschnittswert, der gibt uns schon so eine grobe Orientierung, wo unsere Daten liegen. Während Varianz und Standardabweichung Streuungsmaße sind, das heißt, die kümmern sich darum, wie stark streuen jetzt die Ergebnisse um unseren Erwartungswert? Ist das eher gering oder ist das eher als größer anzusehen? Wobei die Varianz als quadrierte Größe für uns nicht so interessant ist. Die Standardabweichung, da sie ja die gleiche Einheit wie der Erwartungswert hat, ist für uns wesentlich interessanter. Also Sigma war bei uns 1,55. Ich runde an der Stelle jetzt wirklich mal sehr großzügig auf die 2 auf, um hier bessere Aussagen treffen zu können. Und die Aussage wäre jetzt, dass wir um unseren Erwartungswert mit etwa, wie gesagt, großzügig aufgerundet, 2 schwanken. Das heißt, sehr wahrscheinlich könnten unsere Werte auch 2 Kugeln mehr oder auch 2 Kugeln weniger sein. Das heißt, wenn wir die Standardabweichung, in unserem Fall 2, auf unseren Erwartungswert 4 einmal draufschlagen, kommen wir zur 6. Und wenn wir einmal abziehen, kommen wir zur 2. Aussage von den Ganzen. Wenn wir aus unserer Urne mit 20 Kugeln, von denen 8 schwarz sind, wenn wir da 10 mal mit zurücklegen ziehen, dann erwarten wir 4 schwarze Kugeln. Wenn wir die Streuung, in dem Fall die Standardabweichung, mit einbeziehen, könnten wir uns ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass die Anzahl der schwarzen Kugeln zwischen 2 und 6 liegt. Das versucht also die Standardabweichung hier von der Aussage her mit ins Spiel zu bringen. Mithilfe der Standardabweichung sind wir nicht in der Lage, eine Punktlandung hinzubringen. Also wir können nicht sagen, es sind auf jeden Fall zu 100% genau 4 schwarze Kugeln. Wir können aber, wenn wir von Erwartungswert die Standardabweichung draufschlagen und abziehen,
einen Bereich definieren, wo wir mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen können, dass wir dort landen. So, jetzt noch ein paar Aussagen für die absoluten Überprofis, die vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung mit Normalverteilung haben. In unserem Fall war ja die Standardabweichung 1,55. Wenn die Standardabweichung über 3 beträgt, dann können wir noch entsprechend Folgendes interpretieren. Wenn wir, wie in unserem Fall, von dem Erwartungswert eine Standardabweichung nach oben bzw. unten abweichen, dann können wir davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Bereich landen, über 68% ist. Bei zweifacher Standardabweichung, also wir würden auf die 4 die 2 nicht nur einmal, sondern zweimal draufschlagen, dann haben wir einen Bereich, der mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% eintritt. Ja, und bei dreifacher Standardabweichung ist der Bereich so groß, dass wir bereits über 99% liegen, also schon sehr, sehr sicher in diesem Bereich landen. Aber wie gesagt, diese Interpretationen kommen ja aus der Normalverteilung und dürfen wir bei der Binomialverteilung nur anwenden, wenn die Standardabweichung über 3 ist oder die Varianz über 9, was ja dann eine Folge der Standardabweichung ist. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao!